Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Eigentlich müsste ich den Blog anders nennen, sondern hier ist der Frank vom kaffeeblog.de. Weil eigentlich liebe ich schon Kaffee und in der letzten Zeit war ich ziemlich abgenervt immer von unserem Vollautomaten, weil der nicht so ganz mitspielt, wie ich das will, der Kaffee nicht oder der Espresso da drin nicht ganz so gut schmeckt, wie ich es gerne hätte. Und somit haben wir jetzt abgegradet auf einen Siebträger. Natürlich braucht man für einen Siebträger auch einen anständigen Grinder und ich habe mir einen Grinder gekauft. Jetzt ist unser Trailer gelaufen, ich mache demnächst mal einen neuen, da werde ich wahrscheinlich dann die Kaffeemaschine einbauen oder so. Also, gekauft habe ich mir eine Kommandante C40 Mark IV. Wunderschön in einer schönen schmalen Verpackung und ich dachte mir einfach, wir packen die mal zusammen aus. Ich wollte sie euch einfach mal zeigen heute. Wir machen mal diesen langen, schönen Karton zusammen auf. Hier drin einen Schutz, damit das Verpackte nicht kaputt gehen kann. Dann haben wir hier drin eine Gebrauchsanweisung, unter anderem in Deutsch. Ist auch ein deutsches Produkt, was in Deutschland auch produziert wird. Einen geilen Aufkleber. Noch ein Aufkleber. Achso, das ist die Black Version, die wir haben. Hier eine Karte, womit klargestellt wird, dass es ein Original ist. Und hier ist der Grinder-Körper drin. Wir packen den mal aus. Ich habe den auch noch nicht ausgepackt. Ich sehe den jetzt auch das erste Mal. Schön schwer. Alles aus Edelstahl, bis auf diese Halterung hier. Die sind halt aus Kunststoff. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier unten ist das Mahlwerk. Hier drüber stellt man nachher den Mahlgrad ein. Das sieht ja schon mal ganz genial aus. Achso, das ist hier jetzt keine Verkaufssendung oder so. Ich habe die mir gekauft. Ne? Ich kriege da kein Geld von der Firma für. Wäre aber schön, wenn die sich bei mir melden würden. Wäre eine nette Nummer. Die Kurbel, die oben drauf kommt, wo dann gleichzeitig der Deckel schon dabei ist, der das oben abdeckt. Sehr wertig, sehr passig, sehr schön. Und dann halt zwei Gläser. Eins aus Glas mit einem schönen Deckel dabei. Eins aus Kunststoff. Auch schön mit Gewinde. Schönes Glas. Echt gut. Wir werden es gleich mal ausprobieren. Hier ist dann halt noch so ein bisschen was an Werbematerial dabei. Ich werde die jetzt gleich mal richtig zusammenbauen und dann sehen wir uns gleich an meiner Kaffeemaschine. Bis gleich. Ein kleiner Nachtrag zu meinem Grinder. Ich habe mir noch das Update dazu gekauft, damit man die doppelte Menge an Einstellklicks in der Mühle hat. Habe ich auch noch nicht aufgehabt, machen wir jetzt mal zusammen auf. Gucken wir mal rein, was da drin ist. Also nochmal ein Papier, Garantie etc. Und hier sind die einzelnen Teile dazu, die man halt dazu braucht. Hier ist dann halt die neue Achse, die halt so ein Feingewinde hier oben hat, was dazu führt, dass man die doppelte Menge an Klicks hat. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum macht er das? Kann ich euch ganz klar sagen, hier sind noch ein paar Lager dabei, nein, Unterlegscheiben und eine neue Feder. Ich baue das hier gleich mal zusammen und noch ein neuer Klickgriff, der dann auch darunter geschraubt wird. Super. Ihr fragt euch jetzt, warum ich mir dieses Update gekauft habe. Ich habe ganz viele Leute gesehen im Netz, die halt immer geschrieben haben, wäre so schön, wenn ich jetzt zwischen dem 8. und 9. Klick noch einen dazwischen hätte, weil das wäre genau der Mahlgrad, den ich gebrauche. Und da habe ich mir gedacht, okay, bevor ich mir hier den Frust reintue und das Ding nicht habe und dann irgendwie mein Espresso nicht ganz so gut wird, wie ich ihn gerne haben möchte, kauf es dir gleich, dann hast du es am Start und dann hast du sie auch nochmal eine Runde aufgewertet. So, und jetzt geht's wirklich ans Kaffeekochen. Wir sehen uns jetzt gleich an der Maschine. Oh, da seid ihr ja schon. Ich genieße hier gerade noch meinen letzten Kaffee, den ich gerade eben gemacht habe. Aber dann wollen wir mal weitermachen.
Also, ich habe meiner Kommandante jetzt die Achse eingebaut, die neue. Da, hier kann man es sehen. Hier kann man den roten Einstellknopf sehen. Das, der andere ist sonst schwarz. Wenn man es umgebaut hat auf das Feingewinde, ist der hier rot. Ich habe hier meine kleine Waage stehen. Da habe ich mir schon mal den kleinen Glasbehälter draufgestellt von der Kommandante. Und dann fülle ich da jetzt 17 Gramm Kaffee ein. Den brauche ich, um einen doppelten Espresso zu machen. Jetzt sind da genau 17 Gramm Kaffee drin. Ich habe hier mein Gläschen mit dem Kaffee. Ich tue meine Kommandante oben drauf, drehe sie um. Kaffee ist in der Kommandante drin. Schraube mein Glas drunter. Setze jetzt meine Kurbel oben drauf. Und fange an zu kurbeln. Fertig. So, mein Kaffee ist jetzt gemahlen, der ist jetzt hier unten drin. Ich spüle mal kurz meine Maschine noch an. Sauber ist sie. Ich möchte nur, dass mein Siebträger schön warm ist. So, immer einmal schön sauber wischen, damit wir keine alten Rückstände haben vom alten Kaffee. Jetzt lege ich meinen Siebträger, der natürlich schön warm ist, auf mein Glas, drehe mein Glas um. Klopf das hier so ein, zwei Mal so ein bisschen an, verdichte dabei schon. Dann ist mein Kaffee hier schön drin. Dann egalisiere ich das hier schon mal ein wenig. Ist das scharf? Dann nehme ich mir mein Distribution Tool, lege das hier oben drauf, planiere das Ganze so ein wenig, damit das alles schön gleichmäßig ist. Und dann tempen wir das schön gleichmäßig. Einmal schön die Kanten sauber machen und dann in der Maschine einhängen. Waage drunter, Tasse drunter, schön angewärmt, schön da drauf. Einmal kurz die Waage anmachen, dann stellt die das Gewicht auch richtig ein und schön können wir starten, Timer läuft. Wunderbar. So, wir haben jetzt 25 Sekunden laufen gehabt, haben kaum Channeling gehabt, wie man gesehen hat, nur einmal ganz kurz. Und wir haben jetzt 34 Gramm auf 17 Gramm Kaffee. Haben wir nicht eine schöne Crema obendrauf? Wunderbar. Ich kann gleich wieder schön Kaffee trinken. Das Ganze dank meiner schönen Kommandante, die ich mir gekauft habe. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ein bisschen weitergebracht in eurem Setup auch. Also ich kann die Kommandante nur empfehlen. Und ich will es noch mal kurz gesagt haben, das ist keine Werbesendung. Ich habe mir die selber gekauft. Ist nicht ganz billig, das Teil. Ich glaube, dass für die wenigen Espressos, die bei uns am Tag so bezogen werden, reicht die Mühle völlig aus. Ich werde jetzt schön mein Espresso genießen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, der Foodblog hamburg.de kocht etwas oder macht mal wieder einen Kaffee und sagen Tschüss. Ciao, ciao. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.